Der Straßenhandballer spielt wieder mit dem Welthandballer. Die Helden des deutschen Handballwintermärchens sind endlich wieder in einer Mannschaft. Mutig, authentisch, ehrlich. Herzlich willkommen zu 2012, eurem neuen Handball-Podcast mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unsere zwei Welt- und Europameister geben euch Hörstoff. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Und wir freuen uns heute, Marco Wuhin für uns gewonnen zu haben. Marco? Grüß dich. Also schön euch zu sehen. Also nach langer Zeit. Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Im THW Kiel, auf der Seite vom THW Kiel habe ich gelesen, bei deiner Verabschiedung wurdest du als Mr. Zuverlässig verabschiedet oder tituliert. Inwieweit kannst du dich mit dieser Formulierung identifizieren? Ja, also normalerweise bei Abschied, meinst du im September, wo war, oder nach der Saison, wo habe ich das verpasst? Na, ich glaube, bei der Verabschiedung vom THW Kiel stand das drinne auf der Seite des THW Kiels, dass du als Mr. Zuverlässig genannt wurdest. Also es stand so zumindest auf der Homepage. Wurdest du genannt, weil du nie ein Spiel verpasst hast, weil du bei jedem Spiel dabei warst. Normalerweise, das war so eine Spaß mit meinem damaligen Mitspieler und mit Alfred Gislason, also über 300 Spiele in Folge war ich also dabei in Mannschaft, und die Sache, was habe ich verpasst, oder Spiele, was habe ich verpasst, das war nicht was mit sportlicher Verletzung, sondern war das ganz anderes, also ein bisschen Gesundheitsprobleme und so weiter. Und ja, normalerweise ohne diese Sache bestimmt ich konnte das vielleicht diese letzte Saison weiterziehen, weil meine Spielweise war nicht so viel 1 gegen 1 ohne Abwehr. Also von der Zeit, ich kenne das. Also ich hatte ganz so harte Job für mich damals gemacht. Also ich hatte Abwehr gespielt und 1 gegen 1 gespielt, und ich denke, wir haben zusammen ganz, ganz gut in dieser Position gestanden, wo war ich ein bisschen andere Typ als er oder später Stefan Weinhold. Also von da kann es sein, dass da war mein Glück, also normalerweise so in Handball fit zu sein und jedes Spiel dabei sein. Schön, natürlich kommen diese Gesundheitsprobleme später. Ja. Schön, dass du es angesprochen hast, dass du nie Abwehr gespielt hast und immer bei 9 Meter, bei 10 Meter hochgegangen bist und geworfen hast, sonst hätte ich das jetzt erzählen müssen. Ja, also ganz ehrlich, also ich habe gedacht, dass wenn ich habe von Westbrem nach Kiel gewechselt, dass die holen mich nach Kiel nur wegen einer Aufgabe, also Tore zu schießen. Aber dann nach 2 Wochen in Katar, wo habe ich die ganze Vorbereitung verpasst wegen Olympia in London, dann habe ich gemerkt, in Katar, wo 2 Wochen habe ich auch auf 2 gedeckt, erste Mal in meinem Leben gegen einen Narziss, gegen einen Momir Ilić und so weiter, das war nicht einfach. Und da habe ich gemerkt, das wird ein bisschen schwierige Aufgabe, was habe ich gedacht erst. Also normalerweise, das ist einfach viel Belastung. Jeden 3 Tage spielst du eine sehr wichtiges Spiel, wie das immer so ist in Kiel. Und von da war ich ein bisschen überrascht, aber trotzdem geschafft, 7 Jahre in Kiel zu spielen. Ja. Und Alfred musste ja auch das rechte Auge aufschneiden, weil du nicht gesehen hast, dass rechts außen auch noch jemand steht, oder? Das stimmt, aber da habe ich immer den gesagt. Also von 7 Meter, warum soll ich Pass geben? Also ja, oder? Ob da jetzt einer rechts außen frei steht oder nicht, wenn du bei 7 Meter hochgehen kannst, dann wirfst du. Das stimmt, ja. Waren schon da ein bisschen so Kritik Richtung die, was ist gute Chance, was ist nicht gute Chance, aber ja, so ist das. Ja, aber ganz ehrlich, muss ich sagen, dass er hat mir richtig viel geholfen, und gerade wenn ich gucke, Handball von dieser Seite, Alfred hat so eine menschliche Linie, was ist großartig und so privat, er war top und sehr nett mit mir, und er hat mich auf einmal also auch nach Kiel geholt, und von da, ich denke, dass er ist ein Top-Typ und Top-Trainer, und von da, wir haben sehr gute, manchmal so viel Stress gehabt und so weiter, aber so gute Beziehungen gehabt, und
ja, er konnte auch witzig sein, also ganz ehrlich. Vor ganze Mannschaft hat mich immer Spaß gemacht wegen dieser Liste, wo haben wir 2 Jahre in Folge, also weiß ich nicht warum, aber jeden 3 Tage, wir haben diese Fettprozentmessung gehabt und so weiter. Also von da habe ich so viel Druck bekommen, weil ich war also bei 19, 20, 21%. Und ja, ich habe Fettprozent wie damals wie ein Kreislaufspieler und da habe ich immer Druck gehabt, da musst du nicht das und das essen und so weiter. Aber ja, wenn ich gucke jetzt von heute, ganz ehrlich, ich habe viel, viel Spaß in Kiel gehabt. Wir hatten jetzt schon Martin Strobel da und haben auch bei fast jeder Folge über Barlingen-Waldstätten gesprochen. Und ich habe da, glaube ich, auch noch eine Anekdote erzählt, dass du bei deinem ersten Spiel in Barlingen du ein bisschen, die Barlinger als verrückt erklärt hast. Kannst du dich daran erinnern? Ja, das, ja, das war zum Beispiel, ich denke, das ist auf Nummer 5 hat gedeckt, die Edwein, eine Maschine, weiß ich nicht, dann kann ich erinnern, von dem Spiel Zeitzi und Sprengi, die haben mir erzählt, das gab es eine Abwehrspieler, das war mein erstes Spiel in Balingen und die haben mir erzählt, so wie Spaß natürlich von dem Spiel, aber ich wusste nicht, das ist Spaß, das gab es eine Abwehrspieler, wer spielt nur Heimspiele und Auswärts geht nie, weil man so viel Scheiße zu Hause, das weißt du, einfach ist unbequem, Auswärts zu spielen für ihn. Und dann auf einmal, ganz ehrlich, Ritzi, also das ist Wahnsinn. Weißt du, spielst du normalerweise, weißt du, so eine Stoßen und so, also vor Angriff, stehst du da, spielst du einfach Ball und dann ich spiele Ball weiter, ich bin ohne Ball und dann schmeißt mich einfach voll rein und weißt du, lacht und so weiter, ja, ist alles okay mit dir? Also ganz ehrlich, das war eine schwierigste Auswärtsspiel in meinem Leben, dieses erste Spiel in Balingen und dann zum Glück hat noch 2-3 Jahre gespielt und dann später aufgehört und dann war ein bisschen leicht in Balingen zu spielen. Ich habe immer gesagt, du bist nach jedem Wurf immer einen Meter weiter nach hinten gegangen, weil du nicht berührt werden wolltest. Genau, ich denke, der letzte Wurf war nur 13 Meter. Ganz wirklich. Also das war hart, ja. Marco, du hattest von Alfred Gislason gesprochen. Nenn mir mal vielleicht die Gründe, zum THW zu gehen. Klar sind das auf der einen Seite wirtschaftliche Dinge, gab es aber auch andere Inhalte, Trainer, Spieler, die dich bewogen haben, zum THW zu gehen? Ja, also eine Geschichte. Also Alfred Gislason war damals in Gummersbach Trainer und in 2008 habe ich fast fertig alles gemacht mit Gummersbach. Damals wie Spieler von Vesprem. Das war ein großes Projekt, wie hat mir damals in 2008 Alfred Gislason erzählt, mit Momir Ilić, Daniel Naciers, Valur Sigurdsson, Goran Stojanović auf dem Tor. Also das war eine ganz starke Mannschaft. Und er wollte mich, war lustig, er wollte mich nach Gummersbach holen und René Toft Hansen auch. Und dann auf einmal, ich war ganz interessant, und dann auf einmal, so, ich sitze in Vesprem, ich habe so ein Gefühl, okay, Bundesliga, Gummersbach, also Köln Arena, die spielen immer in Köln Arena und so weiter, also war auch ein guter Vertrag für mich. Und ich lese so auf Internet, dass Alfred Gislason geht nach Kiel. Und auf einmal, also mit ihm zusammen geht auch später Narcis Momir Ilić, und dann, das war auch so eine komische Situation, wo ist das, also dieser Club wird nicht so stark, wie er hat damals erzählt. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, er hat gesagt, okay Marco, es tut mir leid, also Kiel ruft mich an, also Nocke ist weg, ich gehe nach Kiel, wie Trainer und so weiter. Und dann habe ich ich war unsicher und ich war einer von wichtigsten Spielern damals in Vesprem und dann habe ich das, also Heinal Chaba, Freund von Zeitzi, mit dem hast du immer Deutsch gesprochen, er hat so eine Chance gesehen, das kann ich noch länger in Kiel bleiben, in Vesprem bleiben. Und dann er hat nach Köln geflogen und so eine Ablösesumme bezahlt, weil habe ich einen Vorvertrag gemacht in Gummersbach und so weiter. Und da habe ich noch 3 Jahre in Vesprem geblieben. Und dann habe ich Kreuzbandriss gehabt in Vesprem und so weiter. Und dann
Einfach wollte das nur sehen, ob wie ich komme aus von dieser Kreuzbandriss zurück. Also also bin ich fit und spiele ich gut oder nicht? Und dann zum Glück habe ich gut gespielt und dann 2010 habe ich schon Vertrag gemacht mit Kiel und 2012 habe ich quasi nach 2 Jahren nach Kiel gekommen. Also das war wirklich mein Traum und also wie gesagt, bin ich ein bisschen traurig, wie sieht die Lage in Kiel gerade aus und in den letzten paar Jahren, weil damals in 2012, wo habe ich nach Kiel gewechselt, also das war wirklich weit weg beste Club in Europa mit so einer Kader, wie Zeitzi, mit Kim Anderson, Narcis, Iha, Momir Ilić, Aaron Palmarsson, Titi Omeyer, Markus Alm, also von da, das war überragende Mannschaft und ich wollte da spielen und von da habe ich einen 4-Jahres-Vertrag gemacht in 2010, aber nur, also quasi ab 2012 bis 2016 war mein erster Vertrag in Kiel und ja, in meiner Karriere, wenn ich gucke, also das beste Zeit habe ich wirklich erlebt, erst in Westbrem 6 Jahre und dann später 7 Jahre in Kiel, weil das in Kiel zu spielen, das ist was Besonderes. Das hat immer Zeitzi zu mir gesagt, also Zimmerkollege, wir haben oft im Zimmer über dieses Thema gesprochen, Tradition, ganze Stadt, also ganze Paket, wenn du guckst Kiel wie Verein, ganze Paket, was bekommt ein Spieler, ist das Beste, was kannst du im Handball haben. Okay, Barcelona ist schöne Stadt, schönes Wetter, aber manchmal du spielst Liga, spanische Liga spielst du zu Hause und dann kommt eine Tourist auf China und Japan rein in die Halle und die machen Foto von Handballspiel und das ist keine so richtige Handballtradition wie zum Beispiel in Kiel. Und diese selbe Halle in Kiel und 10.000 Leute jedes Spiel, also das ist extra Motivation. Wenn bist du nicht jedes Spiel motiviert, diese Stimmung, diese ganze Show, was ist bei jedem Heimspiel, bringt diese Motivation bei jedem Spieler so auf Hochniveau, das musst du immer gut leisten. Und von da, war eine geile Zeit, in Kiel zu spielen. Ja, du hast jetzt so lange ausgeholt, du hättest auch einfach sagen sollen, dass du mit Westbrem niemals die Champions League gewinnen konntest und deswegen bist du nach Kiel gegangen. Das stimmt und war ich bei 4 Final Four auch mit dir zusammen, Brudi, und wir haben nichts geholt. Also von da, ja, das war Ziel, Champions League zu gewinnen, aber leider nicht. Das war, also ich kenne auch viel größere Legenden in Handball, die haben keine Champions League geholt, also ein Ivano Balic, ein Magnus Islander und so weiter. Also von da, so ist das. Zum Glück habe ich Bundesliga gewonnen, weil hast du immer gesagt, Marco, das ist Deutschland, wir müssen Bundesliga erst gewinnen, weißt du? Du hast das immer gesagt. Erst ein Titel nach dem anderen, weißt du? Du kannst nicht alle drei Titel auf einmal gewinnen, du musst Titel nach... immer präzis, immer mit Disziplin, genau, das stimmt. Haken dran an den Titel, dann kommt der nächste. Stimmt. So ist das. Also, wie gesagt, du hast mich damals also viel geholfen mit dieser... viele Beratung damals und natürlich eine junge deutsche Pole, Patrick Winscher, hat auch viel gelernt von dir, das weiß ich. Und er nutzt das noch immer heute. Ja, nur diese Kopfeinstellung und diese Arbeit, diese Trainings, okay, da war ich nicht so wie du. Da bist du ehrlich, da bist du ehrlich. Ja, bin ich ehrlich immer, also von da... Das ist, sag, du hast es eben gerade angesprochen, du warst mit Zeitzi auf dem Zimmer. Ich weiß ja nicht, was du für ein Bild von ihm vorher hattest. Was waren die Dinge? Du hast ja gerade angesprochen, dass Zeitzi dich in gewissen Bereichen auch gecoacht hat, geschult hat. Gibt es da noch Dinge, wo du sagst, okay, ein lustiger Moment, den dir gerade einfällt? Oder was kannst du da noch berichten? Ja, aber mit Zeitzi war ganz ehrlich überragend. Also, vorher, wo habe ich Zeitzi erst kennengelernt? Die haben mir gesagt, ja, war so, ist so eine, redet nicht viel, aber ich habe so eine, wie gesagt, eine Linie gefunden bei ihm, wo hat er so, also nach ein paar Monaten so, ganz ehrlich, ich denke, dass mit mir hat meistens gesprochen und das war für mich sehr, sehr gut, habe ich viel gelernt von ihm wegen die Sache, was ich brauche in Kiel damals, wegen die Sport, Handball und so weiter. Aber lustige Sache natürlich, das war immer so, dass er
wo habe ich ihn so angefangen zum Zeit zu sagen, dass mein Bruder ist, war ganz korrekt mit mir. Normalerweise er geht ins Bett immer also um 8, 9 abends und steht auf von nix, also ohne Alarm, nix um 5 Uhr morgens. Und bei Auswärtsspielen, wir haben immer so eine, bis 10 Uhr war Frühstück zum Beispiel und war ich immer Letzter. Eine von Letzte da runter, aber er war so korrekt, dass er hat immer um 5 oder 5:30 morgens er war raus vom Zimmer und er hat da runter da Kaffee getrunken, gefrühstückt, alles. Und er war immer um 9:45 Uhr ins Zimmer oben gegangen, hat immer so kontrolliert, ob bin ich wach oder ich schlafe noch immer und so weiter. Er war ganz korrekt immer, aber eine Sache, was vielleicht er hat vergessen, in Kielce haben wir Champions League gespielt, das war mein erstes Jahr und wir haben immer so eine Sache nach dem Training morgens, also abends, wir haben gespielt, morgens war ein Training, ich habe runtergeblieben, natürlich Kaffee zu trinken mit vielen balkanischen Spielern. Und da habe ich eine Kaffee mitgenommen zum Zeitz ins Zimmer. Ich komme rein, Zeitz ist in Dusche. Ich habe zu ihm gesagt, so glücklich. Bruder, ich habe eine Kaffee geholt für dich. Ich habe gesagt, warum machst du das? Hat mich gefragt, weißt du, ich habe schon zwei getrunken. Ja, alles gut. Und gerade mit Milch, ja, ich trinke das nicht. Da war ich so überrascht, weißt du. Warum hat er so gesagt? Aber am Ende habe ich gesagt, okay, danke, du hast an mich gedacht. Also, aber wenn du mit wenn du mit Marco wohin auf dem Zimmer bist, da brauchst du nicht viel reden. Er unterhält das ganze Zimmer dann. Ja, das stimmt. Also, ja, wie du es gerade gesagt hast, also es ist ja bekannt in Handballkreisen, dass die Spieler vom Balkan sich dann, egal wo sie spielen, treffen und die sind sehr kommunikativ. Ich glaube, genau. Da habt ihr euch auch gut ergänzt, dass Zeit sie vielleicht punktuell seine Sichtweise gebracht hast und du die Kommunikation sehr gut ergänzt hast. Ja klar, also normalerweise wir waren so zwei ganz andere Typen und ich glaube, dass das war gut in unserer Beziehung so, dass er war so, er hat nicht viel Bock zu reden und ich war immer bereit, um zu Scheiße zu reden, wie gesagt, und viel Spaß zu haben, weil manchmal ich denke, das ist diese, wenn du meine Meinung, wenn du guckst, den Profisportler, dann wenn machst du keinen Spaß, das ist langweilig. Also von daher, jeden Tag ist das Gleiche und wenn du guckst du das wie eine ganz normale Arbeit, das ist ein bisschen, für meine Meinung, ein bisschen langweilig, muss man das kommen mit Stimmung, mit viel gute Emotion. Von daher habe ich auch in diesen ersten paar Jahren gelacht mit Aaron Palmerson, mit Sprengi auch, Zeitzi war auch dabei, Patrick Winczek auch, also von da das war eine sehr gute Stimmung und in diesen ersten paar Jahren, wir haben immer Minimum 2 Titel per Saison geholt und das war wirklich gute Zeit. Du hast ja in Veszprém schon in einem sehr erfolgreichen Verein gespielt, warst Nationalspieler. Was ist das, was dir geblieben ist in Kiel, was du mitgenommen hast für dich als Sportler, als Mensch? Die Zeit war mit Sicherheit für dich auch sehr prägend. Was war so der prägendste Inhalt, den du mitgenommen hast? Ja, wie gesagt, was ist gut in Kiel, wenn du einmal in Kiel hast gespielt, also Handball gespielt, dann du tragst das ganze Leben und das ist einfach eine sag mal so, eine stolze Sache, wo ich wirklich, hier in Serbien ist Kiel sehr bekannt und beste Verein in Handballwelt und wenn du sagst, dass bist du Ex-THW Kiel-Spieler, das ist einfach was Besonderes. Ich wusste das auch damals, wo habe ich nach Kiel gekommen, dass ich war ein bisschen überrascht, dass die haben nicht so viel Champions League geguckt und ganz ehrlich, das war schwierig für mich, weil die Leute in Kiel, die respektieren auch erst Bundesliga und dann Champions League und war ich ein bisschen in so eine komische Situation in den ersten paar Monaten, weil ich habe gedacht, ja, das ist eine Handballstadt, also normalerweise alle kennen mich, aber das war nicht so. Und beste Gefühl und beste Sache, was habe ich mitgenommen von Kiel, ist diese, und was ist auch jetzt für meine, dieser Job, was ich mache gerade, ist sehr, sehr
gut und hilft viel, ist diese alle, viel Disziplin, viel diese alles muss so präzise sein. Und was ich denke, in den letzten paar Jahren, das ist nicht so, aber war immer in Kiel, keine Spieler, egal wie heiß, ist nicht größer als Verein. Verein ist immer da, egal wer spielt da, Ziele sind gleich, also musst du immer Final Four holen, Champions League, musst du auch Final Four Pokal da, dabei sein, musst du Bundesliga gewinnen, jede Saison, das ist Ziel. Und egal wie sieht Kader aus, egal wer spielt da, Ziel ist immer gleich und das ist die beste und stärkste Seite von Kiel und natürlich diese Halle und also ganze Stadt ist hinter Verein und Zeit sie weiß, also in Nil, wie war oft auf dem Brunch, also das war komisch, in Serbien die Leute, die arbeiten nicht so viel wie in Deutschland und hier jetzt gerade wenn gehst du Kaffee trinken um 10 Uhr, das ist viele junge Leute und in Kiel ist ganz anderes, also da habe ich immer Zeit gefragt, wo sind die junge Leute? Also um 11 Uhr war ich in Nil und sagte Zeit immer zu mir, ey Junge, das ist nicht Balkan, weißt du, in Deutschland die jüngeren Leute, die arbeiten und also wer ist schon in Rente, kann Kaffee trinken Vormittag, weißt du. Aber da habe ich in Nil auch bei solchen Sachen oder bei Piano, egal wo, oft mit Leuten getroffen, wo sind die richtigen, also große Fan von Kiel und das war ein schönes Gefühl. Also ganze Paket, sage ich wieder, also Halle, diese Trikot, wenn du tragst, wenn du spielst, Heimspiele, wenn du gehst, Auswärtsspiel, jeden Auswärtsspiel, wo wir haben gespielt, das war Spiel des Jahres für diesen Verein, egal in Wetzlar, Melsungen, egal wo. Und auch Stadt, okay, Wetter ist ein bisschen problematisch für mich, aber ganze Paket, wenn du guckst, das ist die beste für einen Handballer. Aber du hast schon gesagt, dass in der Bundesliga quasi die Halle, egal welcher Gegner gekommen ist, ob da jetzt Baling gekommen ist oder Dormagen oder was auch immer, die Halle war immer ausverkauft. Und in der Champions League, also du bist ja aus Westbrem gekommen, da ist es ein bisschen anders, da ist natürlich in der Liga nicht so viel los, aber da zählt halt nur die Champions League. Und das war erstmal in Deutschland oder beim THW nicht so. Da war erstmal immer die Halle ausverkauft bei Bundesliga und je weiter du dann gekommen bist in der Champions League, desto voller wurde auch die Halle. Ja. Und als wir dann richtig erfolgreich waren, dann war, glaube ich, auch die Halle da immer bei Champions League voll und beim Auswärtsspiel war immer die Halle voll, weil das war für jede Mannschaft, die gegen die wir gespielt haben, war dann das Spiel der Saison und dann sind dann auch die größeren Hallen genutzt worden. Also dann haben wir in Köln gespielt, ne, oder in Hannover. Das war dann schon immer was Besonderes für die Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Genau, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und das ist auch ganz anderes. Wenn du spielst bei Kiel und wegen diesem Druck, wegen dieser Motivation, wenn du spielst immer um was. Wenn du spielst zum Beispiel in diese, keine Ahnung, siebte, achte, neunte Verein in Liga, das ist, ich denke, ganz anderes Niveau, ganz anderer Druck. Also in Kiel, wenn du gewinnst, also wenn holst du zwei Punkte, das ist ganz normal. Stimmung im Bus ist ganz normal. Wenn, also, und da merkst du sofort, das ist ganz andere Welt und deswegen ist dieser Verein so groß, weil so eine Atmosphäre hat, das musst du jedes Spiel gewinnen und immer Titel holen und das ist einfach Job von jedem Spieler, das zu machen. Und, also ich hab schon Busfahrten erlebt in Kiel, also da war auch nach einem guten Sieg oder nach einem Sieg schlechtere Stimmung als bei Mannschaften, die eine richtige Rutsche bekommen haben. Genau. Ja. Und du hast, wie du gesagt hast, du hast halt immer Druck. Und wenn es jetzt nur ein Freundschaftsspiel ist, ich weiß noch, damals unter Nocker, dann hat er gesagt, okay, heute kriegt ihr keine 20 Tore, sonst lauft ihr für jedes Tor, das ihr mehr kriegt, im Stadion extra Runden. Ne? Und also du hast, es gab kein Spiel, wo es keinen Druck gab. Oder ihr dürft in der zweiten Halbzeit nur so und so viele Tore bekommen. Also es gab immer Druck. Also es gab kein Spiel, wo du gesagt hast, oder so, selbst beim Fußball oder so. Ich weiß noch, dass Momir Ilić mal Titi Omaye umbringen wollte im Fußball, weil die sich, obwohl sie in der gleichen Mannschaft waren, weil Titi einfach nicht den Ball spielen wollte. Also es geht immer um etwas.
Ja, das ist diese Siegermentalität, was ist sehr wichtig. Und ja, und ganz ehrlich, wenn du guckst, denn diese Mannschaft, was habt ihr gehabt 2012 mit dieser Saison mit also 68-0 und Champions League geholt und Pokal alles gewonnen. Also wenn du guckst selber diese Ergebnis von dieser Saison, das ist was von nicht normal, ganz ehrlich. Und diese Siegermentalität bleibt da und ich denke, das ist schon letzte 20, 30 Jahre in Kiel. Und nochmal, also deswegen ist dieser Verein so besonders und wegen der Siegermentalität, wegen wenn du wie neue Spieler kommst du da sofort nach zwei, drei Wochen, du kapierst, wo bist du, was ist deine Aufgabe, was musst du machen und ja, das ist schwierig, auch schwierig zu spielen, weil ich kenne auch so viele Weltklasse-Spieler, die haben das nicht geschafft in Kiel. Also die waren da ein Jahr oder zwei Jahre Maximum und dann die waren einfach weg, weil die haben nicht so gut gespielt, aber auf anderer Seite in anderen Vereinen, die haben überragend gespielt und das ist auch eine schwierige Situation für einen Spieler, weil einfach, okay, das ist anderes, weil neben dir ist auch eine Weltklasse-Spieler und das ist viel einfacher zu spielen und alles zu kapieren, aber meine Meinung, mein Gefühl war immer in Kiel, dass ich habe, habe ich gut gespielt, war ich unruhig, wenn habe ich schlecht gespielt, war ich unruhig, weil du wartest immer nächste Aufgabe und nächste muss auch gut sein und ja, das ist so eine lange Geschichte, wo auf einmal du bist immer unter Druck quasi. Du hast einmal gesagt, Brudi, ich habe gestern 8 Tore gemacht, wir haben gewonnen, wo kommt das Lob? Sagt er, Lob gibt's nicht hier. Mach einfach weiter. dann hat er gesagt, okay, morgen um 10 Uhr Stadion und dann ich komme zum Stadion und gestern, wir haben ein Top-Spiel gemacht, wir laufen 5 Kilometer, dann später Kraft eine Stunde. Ich sage, was ist, ich frage Momir, was ist das? In Westbrem haben wir gewonnen, ein wichtiges Spiel. 2 Tage Party, alles top, weißt du, aber in Kiel war das so einfach, okay. Okay. Ja. Ne? Schönkirchen Mare auslaufen und dann später. Ja, genau. Ja, Marco, weiß nicht, wie viel Spiele du heute noch siehst vom THW. Wie siehst du heute den THW? Duvniak hat verlängert, Billig hat verlängert. Wie siehst du die momentane Situation vom THW? Ich bin sehr glücklich, dass Dulle hat neuen Vertrag bekommen. Nikola Billig auch. Also das ist zwei sehr, sehr gute Freunde von mir und beide sind sehr gute Spieler. Momentan Situation von Kiel, ich sehe nicht so gut, weil ich denke, okay, die Saison ist noch jung, wie gesagt. Also die haben minus 10 Punkte in Bundesliga, Champions League, die stehen noch oben in dieser Gruppe. Aber was ich merke sofort bei Kader, dass da fehlt mehrere Weltklasse-Spieler und das ist auch, wenn ich gucke von dieser Seite und oft wie ich gucke Spiele von Kiel, dass manchmal ich denke, dass diese Sommer und letzte Sommer, die haben einfach diesen Transfermarkt verschlafen, weil damals war Plan und ganz ehrlich, also kurz, also in 3 Minuten bin ich fertig. Also jetzt, wo ich habe kennengelernt, die Handball von anderer Seite. Genau, ich kann vielleicht sagen, was war Problem in Kiel in den letzten paar Jahren, warum kommt diese Situation wie jetzt. Zum Beispiel, zeigt sich gerne das, 2012 bei 68-0 Saison, die Leute, die haben gearbeitet in Verein, keine Ahnung, wer war Geschäftsführer im Aufsichtsrat. Damals war Budget 12, so ungefähr 12 Millionen Euro von THW Kiel. Damals, in dieser Situation, wo hast du überragende, eine Saison, wer macht nie wieder jemanden in Bundesliga, du hast eine Option, du hast eine Möglichkeit. Dieses Ergebnis zu nutzen von 12 Millionen machen 15, 16. Aber was war das Problem in Kiel? Wir haben immer dahinter geguckt, okay, welches zweite Budget? Flensburg mit 6,5, okay, wir sind gut.
Und dann später kommt ein Projekt von Paris. Dann auf einmal, Michael Hansen war in Gesprächen, war damals Uwe Gensheimer und so weiter. Das ist alle Weltklasse-Spieler. Aber die haben wegen besseren Vertrag nach Paris gegangen. Und auf einmal, ich denke, dass die Leute, die arbeiten in Kiel, diese Budget ist automatisch immer gleich. Wir sind immer da, wir sind top in Bundesliga in Deutschland, aber ich denke, das ist egal, was da steht, musst du weiterarbeiten, weiter Sponsor suchen, weiter das nach oben bringen, weil später musst du einfach Budget haben, die Weltklasse-Spieler zu holen. Und dann auf einmal kommt Paris, ein großes Projekt mit vielen Weltklasse-Spielern, auf einmal hörst du in Kiel, ja, aber er geht nach Paris sowieso, wir können nicht kämpfen gegen Paris. Aber warum nicht? Ich denke, dass Kiel heute auch kann kämpfen gegen jeden Verein der Welt, auch auf dem Feld, aber auch finanziell. Warum die machen das nicht, weiß ich nicht. Aber wenn du guckst, dann kommt die Zeit, sie war dabei, 2015 oder 2016/17 Saison, wo wir haben 10 neue Spieler gekauft und von diesen 10 nach einem Jahr war 8 weg und so weiter. Also diese Politik ist so, die sind so eine, wie gesagt, zufrieden mit dieser Situation, was ist. Und aber ganz ehrlich, die müssen weitermachen und die haben auch verschlafen, diese 2012 Möglichkeit nach oben zu gehen. Nicht gucken, wer ist hinter. Ganz ehrlich, euch beide, die kennen das 2007 und 2008 war mehr Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist auch mein Thema, was ist so, ich habe ein paar Kritik bekommen auch da, weißt du, das ist Tabuthema in Deutschland, um Geld zu reden. Aber ohne Geld und, geht nicht. Also Profisport geht nicht ohne Geld. Das habe ich auch kennengelernt hier in Vojvodina, Novi Sad. Wenn du willst einen Spieler holen, du musst was zu Spielern sagen, wie viel verdienst du bei uns und was bekommst du hier bei uns. 2007, 2008, Kiel war Top-Verein sowieso. Flensburg mit Marcin Lijewski, Lacković, Bolzen und so weiter, das war viel bessere Budget als jetzt. Rhein-Neckar Löwen, in Rhein-Neckar Löwen war unter Vertrag 35 Spieler. Damals hast du Lemgo ganze Nationalmannschaft. Genau. Damals in Lemgo hat er ganze Nationalmannschaft gespielt und das, ich kenne schon die Zahlen und so weiter. Damals hast du Nordhorn gehabt, wer hat Europapokal gewonnen. Damals hast du Gummersbach mit Momir und Narziss gehabt. Damals hast du auch Göppingen, wer war besser als jetzt. Also und da, ich denke, der ganze Handball Europa hat verschlafen. Also wir Sport, wir gehen nicht nach vorne. Also damals, wo hat, keine Ahnung, Mimi Kraus, Lichtlein oder Holger Brandhoff in Lemgo bekommen, was haben die damals bekommen für eine siebte oder achte Verein in Liga? Damals, wenn jemand fragt, in 2008, was du denkst, in 2020 oder 2025, wie viel verdient ein Topspieler in Bundesliga, dann in 2008, die sagen, Minimum 500.000 Euro netto, Minimum. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Und ganz ehrlich, das ist das Problem. Also in Handball ist Tabuthema, um Geld zu reden. Marco, und jeden anderen Sport. Wir müssen auch kopieren die anderen Sportarten. Fußball, Basketball, das ist. Was machen die besser als Handball? Wir müssen das kopieren, wir müssen die Idee klauen, wirklich. Marco, vielleicht kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, was deine momentane Aufgabe ist. Und vielleicht hast du auch aus der Perspektive deiner neuen Aufgaben Argumente dafür, warum der Handball vielleicht nicht wirtschaftlich dahin gekommen ist. Weil es sind ja auf der einen Seite wirtschaftliche Dinge, die auch vielleicht mitentscheidend sind, wie die Wirtschaft momentan auch in Deutschland ist, in Ungarn, in anderen Ländern. Vielleicht spielt das da eine Rolle mit rein. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Also ich bin schon über eineinhalb Jahre Vizepräsident von Handballclub Vojvodina von Novi Sad. Das ist so ungefähr 20 Kilometer von meiner Heimat. Und das läuft sehr gut bei uns. Also letzte Saison, ich habe einen EHF-Pokal, diese dritte stärkste Sache gewonnen. Ja.
Diese Saison, wir spielen in der Europa League, wir haben schon in Top 16, wir sind schon weit. Wir spielen nächste Runde, ich denke, gegen Flensburg und Schaffhausen. Und wir wollen langsam nach oben gehen und später Champions League spielen, aber das ist auch ein anderes Thema, warum die Länder wie Serbien, wie Island, wie Schweden, wie, keine Ahnung, Schweiz, die haben gar keine Möglichkeit, über Quali zu Richtung Champions League zu kommen. Also im Fußball ist das wieder was anderes. Und einfach die Handball gab so viele Probleme, was die Leute, die einfach, ich denke, dass die wollen das nicht lösen. Und das ist einfach ein Problem. Aber egal. Und bin ich sehr zufrieden mit dieser neue Job, neue Aufgabe. Und das ist einfach, ich nutze diese Erfahrung, was habe ich in Deutschland auch so kennengelernt mit dieser Sache daneben, Handball, was ist wichtig. Natürlich muss das alles so richtig sein. Gehalt für Spieler muss pünktlich kommen und so weiter. Und wir gehen also langsam nach oben und wir wollen ein ganz seriöser Verein sein. Zurück zu deiner Frage, also wegen, wie gesagt, okay, wirtschaftliche Probleme, Corona und so weiter, das hat jeder tief getroffen. Aber wenn du guckst, die anderen Sportarten, die haben alle wieder das Gleiche. Und wir akzeptieren immer, jede Saison, jedes Jahr, wir sind Handball, wir sind kleiner Sport, wir wollen das nicht. Und wir wollen immer in die Ecke sein. Und da muss auch, manchmal, ich denke, in EHF, IHF, Bundesliga, egal wer ist da Chef von Bundesliga, da muss einfach die Generationenwechsel kommen. Da müssen die neue Leute kommen mit viel Energie, mit viel Kraft, mit Kämpfen, um was nach oben zu bringen. Weil ich denke, Handball ist wie Sport auf dem Feld viel schneller geworden. Zu gucken ist fantastisch. Aber die Leute neben dem Feld, die schlafen einfach keine Ahnung wie lange. Wirklich. Also die müssen was machen. Die müssen was tun, dass dieser Sport geht nach oben und wieder zumindest es kommt zu diese Niveau, was muss da sein? Also wie viele Projekte gab es bei Handball, was ist so 2-3 Jahre da und nicht mehr da? AG Kopenhagen da, nicht mehr da. Dann AG Kopenhagen zusammen mit Kolding, ein Jahr da, nicht mehr da. Rhein-Neckar Löwen mit großem Plan, Budget und so weiter. Also Rhein-Neckar Löwen war zweimal in Folge Deutscher Meister mit dreimal weniger Budget als damals 2008 und 2009. Das ist Fakt. Dann jetzt ist Kohlstadt so ein Projekt, aber auch sofort zweiter Tag finanzielle Probleme. Weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, wir reden über die Länder, was ist viel reicher als Serbien oder Ungarn. In solche Länder wie Ungarn und Serbien, das normalerweise muss Politik stehen hinter Sport finanziell, dass die können einfach dass die können das einfach leisten, aber momentan, wenn du guckst, dass in Ungarn das jahrelang läuft sehr gut, wegen finanziell, bei uns ist gerade, wir haben in Belgrad zwei Basketballvereine, was ist eine in Top 5 oder Top 6 in Europa wegen Budget, also kann das passieren auch in solchen Ländern, was ist wirtschaftlich nicht so stark wie in Deutschland. Ich denke nur, dass einfach die Leute, die müssen da ein Talent zu haben, auch für so einen Job, wenn du hast ein Produkt in deiner Hand, das auch verkaufen, gute Marketing zu machen. Kiel ist deine Brand, was ist überragend. Ganz ehrlich, ich bin sehr traurig, dass Kiel tragt nicht mehr Adidas Trikot. Also ich habe zu Hause hier damals diese Trikot mit Provinzial, mit Adidas Streifen, also von da, für mich ist das Kiel-Trikot, nicht Hummel und jetzt Puma und so weiter. Bei solchen Sachen, also das ist Kleinigkeit und das ist immer, was ist Besonderes, weil jetzt wegen diesem Job, ich lerne viel, also ich bin oft in Belgrad, ich treffe mit Leuten auch vom Fußball, vom Basketball, was macht die und so weiter. Und ganz ehrlich, wenn ich gucke, in Handballwelt, da gab es meistens Leute, was die weinen immer. Weinen um Situation, weinen um Corona. Ja, wir sind kleine Sport, wie können wir nach vorne gehen und so weiter.
Und das ist das Problem. Und ich denke, wir müssen alle wieder wach sein in der Handballwelt, weil in 5-6 Jahren, was wollen wir? Wir wollen, dass... okay, ich habe vergessen, zurück zu Hamburg. Welcher Verein war Hamburg damals? Mhm. Champions League gewonnen. Wie viel, welches Budget war das? 13.000 Leute in die Halle. Jetzt, okay, das ist nicht mehr auf so einem Niveau. Und das ist, ich denke, Problem. Und die Leute, die sind da jahrelang, wie Dirk Schmeschke, jetzt Viktor Silac in Kiel, Bob Hamming jahrelang arbeitet in der Bundesliga. Also die müssen auch wach sein, die müssen was machen. Wirklich. Hier hat es gerade geklingelt bei mir, weißt du, mir gerade der Postbote ja, bringt gerade die Million vorbei. das weiß eigentlich noch keiner, dass du eigentlich die ganze Serbien mit Adidas Outfits versorgt hast und hast glaube ich, vor der Saison schon 20 Paar Handballschuhe bestellt für die ganze Verwandtschaft von dir und für die ganzen Freunde. Ich komme zum Geschäftsstelle immer und zum Sabine eine Kaffee trinken und so weiter. Ich bestelle was von Adidas und Sabine fragt immer, ach Marco, machst du eine neue Boutique in Serbien? Ja, aber das war geile Zeit. Und diese zurück zum Kiel wieder, Geschäftsstelle war auf Top-Lage da im Zentrum. Das war fantastisch, das war repräsent alles. Jetzt ist da eine Shopping, wie heißt diese? Fanshop? Oder was ist genau, denn? Eine Shop für Trikots und so weiter. Mhm. Und die ganze Geschäftsstelle ist wieder außerhalb von Stadt. Weißt du, damals, das war alles so zusammengestanden, so einfach wie eine Familie. Weiß ich nicht genau, wie ist die Lage gerade da in Kiel, aber gab es nicht nur in Kiel, in ganzer Handball gab es viele Probleme, was ist, muss schnell gelöst sein. Für Marco war das immer super, der war in der Campus Suite, hat ein Käffchen geholt und was süßes Teilchen ist dann in die Geschäftsstelle und hat dann Schuhe bestellt. Das hat er dann einen Aufwisch gemacht, das war perfekt für ihn. Das war perfekt, genau. Campus Suite war eine Probleme war in Campus Suite, das muss man alles selber bestellen und da stehen und warten. Weißt du, das normalerweise im Balkan wie so eine Cafeteria, wir haben nicht. Also im Balkan gab es keine Cafeteria, wo du alleine bestellst, stehst du da und so weiter, musst du immer so sitzen, dann weißt du. Die kommen dann. Ja, es gab nur zwei Spieler beim THW, die täglich in der Geschäftsstelle waren. Das war Marco Wuhlen und Matthias Andersen zum Trikots und Schuhe bestellen. Ja. Genau, und war eine du hast vergessen, Dominik Klein war auch oft da, aber... Das wollte ich jetzt nicht erwähnen, aber das teilt sich gut auf, guck mal, der eine versorgt den skandinavischen Markt, der andere den Balkan und der andere Deutschland, also hat sich gut aufgeteilt. Genau. Aber das ist, weißt du, Multikulti, die Zeit, sie hat immer gesagt, Kiel ist Multikulti-Verein, das war immer... Der Henning hatte plötzlich 16 Trikots und wusste nicht warum, aber Matthias hat dann, glaube ich, 8 Farben bestellt von jedem Trikot. Marco, du hattest gerade Basketball angesprochen. Ich meine, bei Serbien weiß man, ihr seid eigentlich in allen Ballsportarten Weltklasse. Jetzt hat Deutschland aus meiner Sicht überraschend die Weltmeisterschaft gewonnen, ausgerechnet auch noch gegen Serbien. Hast du das Spiel gesehen und wie hast du es erlebt? Natürlich habe ich Spiel gesehen, aber ganz ehrlich, wenn du guckst, dass unsere beste Spieler Nikola Jokic hat nicht gespielt dieses Turnier und von allem, dass Deutschland hat so eine überragende Wagner-Bruder in Mannschaft und mit Dennis Schröder, Daniel Theiss und die haben schon 5-6 NBA-Spieler. Das war eine harte Niederlage für uns, aber trotzdem Glückwunsch an Deutschland. Deutschland hat das ganze Turnier gut gespielt, habe ich ganz viele Spiele von diesem Turnier gesehen. Und stabilste Form hat Deutschland gezeigt, vom ersten Spiel bis zum letzten und auch ganz verdient das Turnier gewonnen. Aber ich denke, wenn Nikola Jokic spielt wieder und wenn wir kommen, also wenn er spielt bei Olympia nächstes Jahr, dann kann sein, dass Serbien ist eine von ersten Favoriten dann wieder. Mit Sicherheit. Also deswegen Serbien nicht in kompletter Besetzung. Wie siehst du das? Also ein Großteil der Deutschen, die ja dort auch gespielt haben, spielen mittlerweile in der NBA und wir wissen alle, wie hoch die Trainingsintensität ist auch in der NBA. Du kennst vielleicht ein oder ein paar NBA-Spieler aus vom Basketball.
Was denkst du, was ist möglich, da zu adaptieren im Handball? Kann man da was kopieren? Also was Trainingsinhalte, Professionalität, Vermarktung angeht, gibt es da Ideen? Ja, also Basketball ist ganz weggegangen von Handball wegen die viele Sachen. Okay, dieser amerikanische Sport ist auch auf ein anderes Niveau als jeder Sport hat in Europa. Also ich habe so Erfahrung gehabt, in den letzten Monaten mit einem Ex-Spieler von NBA zu treffen, und das machst du ganze Vorbereitung, also Laufen, Kraft und so weiter, egal wo du willst. Also du kannst auch Maldiven ein Programm machen. Wenn du kommst zum Trainingslager in Amerika zurück, dann ist einfach direkt zum Taktik. Und die testen dich erste Tag und die sehen sofort, was im Sommer gemacht oder nicht. Das würde dann ganz schwierig für mich, wenn das in Handball würde, weil unsere Sommer im Balkan ist immer so, heute dann lieber nicht Training, lieber zum Party gehen. Aber wie gesagt, wir müssen wieder kommen zu einer, weiß nicht, ob das Handball war immer, ob das Handball war damals auf diesem Niveau, aber Spiel und Handball ist da wegen Spieler. Und Spieler muss Star sein, Spieler muss bezahlt sein, ja, wieder. Der Spieler muss, wie gesagt, das ist ganz eine andere Nummer. Ganz ehrlich, ich würde, meine Favorit ist lieber eine Fuchse Berlin Spieler in Versace Hodi zu sehen als Bob Hanning. Also lieber Bob Hanning in Anzug und in Versace oder Gucci eine Berlin Spieler. Und ganz ehrlich, also wir müssen einfach zusammenarbeiten, alle, egal in der Ecke von Europa, wegen Handball hart arbeiten, weil wir sind okay kleiner Sport, aber wir können viel auf dem Feld geben. Und zum Beispiel eine, weil ich bei Fußballspiel oft hier in Serbien, Handball für Leute, wenn die arbeiten und wenn die kommen, Handball zu gucken, das ist erst sehr interessant. Zweitens, das dauert nicht so lange. Aber ich auch bei einem Basketballspiel in Belgrad, ich war in Halle 3 Stunden. Also Timeout wieder, Timeout da, Fußballspiel sowieso 2,5 Stunden, und Handball ist genauso, sehr interessant, sehr präzise, dauert zweimal 30 Minuten, 15 Minuten Pause, du kommst rein, um 6 Uhr ist Spiel, um 7:30 bist du raus von Halle, und von da, das ist da einfach, Handball kann richtig viel geben zu Leute, wenn die kommen in Halle Handball zu gucken, aber das muss auch akzeptiert und Leute, die sind drin und die arbeiten in Handball, die müssen das auch kapieren und hart arbeiten für das. Marco, Alfred Gislason musste früher keine Tests machen, der hat nur dein T-Shirt angeguckt, dann wusste er sofort, ob du im Sommer Pause gemacht hast oder ob du trainiert hast nach seinem Trainingsplan. Gespannt oder nicht, oder wie? Ja. Genau, dann kommt dieser Spruch von, diese kleine Dorf, wo ist Adidas? Herzogenaurach. Genau, da war Trainingslager, und dann bei zweite Frühstück hat er gesagt, keine Beine, keine Schokolade. Also, keine Abwehr, keine Schokolade nach diesem bekannten Film. Ja, und das kann ich erinnern, du hast mich einmal verarscht, so in Wetzlar bei Frühstück, oh mein Gott. Weißt du, Wetzlar hat so eine gute Form gestanden, und wir haben schweres Spiel gespielt zu Hause. Heimspiel war das in Kiel. Wir haben so knapp gewonnen, und dann nächstes Spiel auswärts in Wetzlar. Wird schwieriges Spiel und so weiter. Andras Wolf, dann kam also junge Torwart, hält alles und so weiter. Und dann auf Frühstück einmal, mein Favorit war später mit Kaffee so eine Croissant mit Nutella zu essen und so weiter, und dann wir sitzen da, und dann hinter uns war ganze Staff, also Trainer, Alfred ist das so mit die Welt, diese Zeitung immer, weißt du, und auf einmal Zeit, sie fragt so laut, Marco, wie viel Croissant mit Nutella hast du gegessen? Ja, und Alfred, was? Auf einmal Druck, fertig, Frühstück vorbei. Also Alfred war so nervös, weißt du, wegen Spiel abends.
Und dann war einmal, ja, dann war ich extra Druck gehabt, also muss ich gut spielen, sonst bekomme ich direkt in die Kabine. Was wollen wir, wenn wir sind, wir essen nur Scheiße und so weiter. Da habe ich oft das mitbekommen, aber ganz ehrlich, wenn du, ich gucke jetzt das zurück, also war geile Zeit. Beste Zeit, also für einen Sportler beste Zeit ist, wenn bist du mit Mannschaft zusammen, okay, Training und Spiel, das ist eine, wie gesagt, so Job, Arbeit, aber diese, ich vermisse von Handball Stimmung im Bus, bei Essen, bei solchen Sachen. Also Handball, Training und Spiel nicht, aber nur so eine Auswärtsreise und keine Ahnung, Kuchenpause im Bus, weißt du, kennst du das Zeit, um 16 Uhr. Danach ist es, also wenn man so zurückblickt, ist immer alles schön, ja? Aber wenn du dann im Januar bei minus 5 Grad in Schönkirchen die 20 mal 400 Meter gelaufen bist, da hast du auch rumgemotzt, ne? Das stimmt. Also das war ganz schwierig. Und ich habe, erstens, ich war überrascht, warum müssen wir, wobei um 28. Dezember war letztes Spiel, warum am 6. Januar mussten wir wieder gleiche laufen wie nach der Sommerpause. Aber ich glaube, ich habe einmal Zeit oder Markus haben gefragt, weil Markus haben damals hat auch gehört mit Nationalmannschaft. Die haben zu mir gesagt, ja, nicht denken, einfach machen. Weißt du, Markus, das ist okay, aber wir haben eine Woche Pause und dann läufst du wieder alles von null, 16 mal 400 auf Schnee und so weiter. Aber weißt du, die haben mir geholfen, einfach machen, also nicht denken. Also das ist denn diese Mentalität, weißt du. Harte Schule. Ja, Marco genau, wollte Schule. Marco wollte Januar immer zur Nationalmannschaft, aber bitte nehmt mich mit. Ich habe noch nicht Turnier geschafft und wir waren raus von Quali, deswegen habe ich, oh mein Gott, ja. Marco, Nationalmannschaft, ihr seid Vize-Europameister geworden 2012 in Serbien. Welche Erinnerungen hast du an das Turnier? Auch viel Druck, weißt du, Heim-Turnier ist, jetzt habe ich eine Statistik gesehen, von letzten 16 Jahren nur zwei oder drei Heim-Mannschaft hat ins Halbfinale gekommen. Mhm. Also, und ich bin glücklich, dass war ich in diese Mannschaft da 2012, weil das war wirklich viel Druck und bis da, wir waren nicht so eine bekannte Nationalmannschaft. Wir hatten oft Halbfinale, Viertelfinale gespielt und das war eine ganz komische Situation mit viel Druck, mit viel so Unsicherheit von dem Turnier. Aber zum Glück haben wir Finale geschafft und schade, dass Halbfinale war gegen Kroatien. Ganz ehrlich, weil dieses Spiel war überragend. 23.000 Leute war bei Halbfinale gegen Kroatien und auf Finale gegen Dänemark waren 18.000 Leute. Also für Leute in Serbien war das nur wichtig, Sieg gegen Kroatien und Finale ist scheißegal. Und so haben wir auch Finale gespielt. Also wir haben gar keine Chance gegen Dänemark gehabt. Aber zum Glück, also Silber geholt und ja, ganz gutes Turnier gehabt. Diese 2012 Jahr war gut, dann wir haben auch Olympia geschafft. In London, wir waren auch da gute Gruppenphase gespielt, aber das war nicht so gleiche Qualität und Niveau wie bei Europameisterschaft in Belgrad. Das war's. Also war eine ganz, ganz gute Turnier von uns und was ist gut, also kennt ihr das, wenn du spielst heim, das ist was Besonderes. Klar. Schön, dass du gesagt hast, dass ihr auch da wart bei Olympia. Das sagt schon alles. Genau. Wir waren auch da übrigens. Der olympische Gedanke, ne? Dabei sein ist alles. Ja. Ja. Marco, ja, wir haben die Europameisterschaft 24 in Deutschland. Serbien ist qualifiziert, wird in München spielen. Wirst du da sein? Genau. Ja, mein Plan ist, dabei zu sein. Also ganz schwierige Gruppe. Also Serbien ist mit Island, mit Ungarn und mit Montenegro zusammen in einer Gruppe. Und ja, ich freue mich. Kann sein, dass ich nach Düsseldorf komme, auch wegen dieses ersten Spiel. Also ich habe schon eine Einladung bekommen, also da wird auf Stadion gespielt. Diese 53.000 Leute wird da, also das ist bestimmt eine Event, was ist, wird Besonderes in Handball. Und was ist, wenn du guckst, Sportorganisation, ganze Bundesliga, Champions League, Final Four in Köln, Deutschland ist weit weg beste
für Sportorganisation in jeder Sportart, also ganz ehrlich. Und von da muss ich ganz ehrlich Glückwunsch sagen an jeden, da wer ist in dieser Organisation, weil Final Four in Köln ist eine von Organisation eine Top-Event. Bundesliga sowieso selber, ganze Halle sind voll, alles, ganze Paket, wenn du bekommst da wie ein Profisportler, ist fantastisch. Und ich denke, also Deutschland, wenn ist, wenn nimmt Organisation von einer EM oder WM, das ist, also da ist keine Fehler, da ist keine Chance, was Schlechtes zu machen, weil selber Halle sind fantastisch in Deutschland und die Organisation ist weit weg beste. Und von Deutschland kann man viele Länder kann lernen wegen dieser wirklich Organisation, wegen Publikum, wegen alles. Also es ist, ich bin sehr, sehr glücklich, dass wieder in Deutschland ist. Von wem hast du denn schon eine Einladung bekommen? Wir haben noch keine Einladung von Düsseldorf bekommen, dass wir da hinkommen können. Ja. Rudi, Kontakte. Kontakte. Überall, weißt du. Ja, siehst du, das können wir von den Serben lernen, ne? Die Netzwerken ganz anders, da haben die Deutschen noch Nachholbedarf, da können wir uns austauschen. Das stimmt. Also ich bin oft auf Handy und mein Tag sieht so aus, um 8:30 ich fahre meinen Sohn zum so Kindergarten, nächstes Jahr geht die Schule und dann um 8:30 bin ich in einer Cafeteria, ich trinke Kaffee so ungefähr 2 Stunden und in diese 2 Stunden, also ich will viel mit Handy und so weiter und das ist auch Arbeit, also wenn du sitzt hier irgendwo und trinkst Kaffee und da kann man diese Zeit auch nutzen für Arbeit und das ist auch gut in diese moderne Welt, liebe Zeit. Ja. Bis du anfängst zu arbeiten, haben wir schon nasses T-Shirt an. Ja gut, jeder macht das halt auf seine Weise. Also von daher findet jeder seinen Weg. Marco, hast du noch eine Sache, die du gerne loswerden möchtest, über die du sprechen möchtest? Gibt es da noch was? Also von da, ja. Ich bin sehr... Bist du glücklich? Genau. Also alles ist, erst muss ich glücklich sein, das habe ich mit 37 gespielt, das habe ich so eine Karriere gehabt, wo bin ich jetzt, wenn ich gucke zurück, sehr zufrieden und beste, was, also erste und letzte Sache im Leben, was ist wichtig, dass man zufrieden ist mit jedem neuen Tag und ja, momentan bin ich sehr zufrieden und das konnte auch viel schlechter sein. Also Profisport ist so eine Situation, wer kann das jeden neuen Training oder jeden neuen Spiel schief gehen, also mit einer schweren Verletzung und so weiter. Zum Glück habe ich also geschafft, bis 37 zu spielen und von da bin ich, ja. Wie Zeit hat bis 40, 41, Zeit hat du, ja, okay, du warst immer Maschine. Also du bist aber schon traurig, dass du nicht häufiger mit mir zum Krafttraining gegangen bist, oder? Das stimmt. Ja. Du warst eine Maschine im Krafttraining. Du bist dann halt lieber ins Nil gegangen, hast Kaffee getrunken, hast gesagt, komm, lass doch heute mal kein Training. Geh doch nee, lieber ich habe, weißt du, beste Kraft für meine Mentalität war Schönkirchenmare. Da war immer so eine Kurve, da war immer so eine Wand, das war nicht so eine. Und das Schlimmste war diese Fritz, wie heißt es dabei? Fritz, ja, das war Katastrophe. Also da weißt du, machst du 10-mal Bandrücken, da sieht jeder alle, da weißt du, das war nicht so mein Ding. Vielleicht muss man sagen, dass Marco Kaffee Mare eher in der Kaffee-Ecke saß, als da konnte er sich nicht so gut verstecken im Fitz, da war alles offen, da sieht man, wer was trainiert. Ganz ehrlich, jetzt kann ich sagen, also zu viele Training habe ich gegangen, so mit Motivation und mein Traum war diese Kaffee-Night-Training, also wirklich. Ja. Also wegen, also für mich, also Training ohne diese halbe Stunde, Stunde nach dem Training zusammensitzen, quatschen, Spaß machen, das war nichts, wirklich. Super, Marco. Ich sage vielen Dank. Wir drücken dir die Daumen für deine zukünftigen Aufgaben und Projekte. Drücken den Serben natürlich auch alles Gute für die Vorrunde, ein gutes Turnier. Wir freuen uns, wenn wir uns in Deutschland sehen. Ja, wir müssen eine Kaffee trinken, Salzera. Du kommst nach dieser... Nein, ich komme nach München, Leopoldstraße. Gehen wir zu Chanel zusammen.
Luxus Life. Marco. Luxus Life. Luxus Life. Marco, vielen Dank. Wir wünschen dir alles Gute und freuen uns, wenn wir uns wieder persönlich sehen. Gute Zeit. Danke, danke für die Einladung. Das war richtig geile Ding, euch zu sehen und weiter mit Podcast. Also wirklich, das ist eine Zukunft in unserem Sport auch und muss das so. Also habt ihr viele positive Vibes von mir kommen zu euch und zum eurem neuen Projekt. Vielen Dank. Marco, dir alles Gute. Ja, liebe ciao, Grüße. Ciao. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.